Wir haben bis jetzt auf unserer Reise verschiedene Energiezentren im Körper kennengelernt. Und zwar haben wir so ein bisschen die verschiedenen Zentren, die sind alle entlang der Wirbelsäule. So ein bisschen die Energien in diesen Zentren haben wir angefangen miteinander zu erkunden. Erstens mal die Energie, die uns eher erden tut, ganz unten im ersten Chakra oder in dem ersten Energiezentrum. Aber auch in diesen aufbauenden Energiezentren, wie zum Beispiel das dritte Energiezentrum, da, wo das vor allem mit dem feurigen Element in Verbindung steht, wo uns extrem viel Power, extrem viel Kraft schenkt. Aber auch das Energiezentrum vom Herz, wo uns wirklich die Aspekte von Liebe und Mitgefühl so wirklich näher bringt und uns hilft, mit einem offenen Herz auf unsere Mitmenschen zuzugehen. Jetzt das nächste Energiezentrum, das wir anschauen, ist eigentlich hier im Hals. Also im Yoga sagen wir auch Halschakra, Halsenergiezentrum. Und da innen finden wir eigentlich den Ausdruck, hat sehr viel mit der Region so ein bisschen von Nase abwärts, vor allem Maul und Ohren zu tun, Hals, auf der physischen Ebene. Weil da passiert so ein bisschen unser eigener Ausdruck. In unserem zweiten Energiezentrum, wo wir unsere Kreativität finden, das heisst, all die Sachen, die uns Freude machen, die uns in einen Flow hineinbringen, die finden nachher ihren Ausdruck eigentlich über das Energiezentrum da. Das heisst, wenn wir da ein bisschen blockiert sind, also wenn wir da ein bisschen verschlossen sind, dann fällt es uns auch schwerer, unsere eigenen Ideen zu kommunizieren, auszudrücken, was im Inneren von uns innen passiert. Das wird alles so ein bisschen gedämpft. Und vielleicht kannst du dich selber ein bisschen anfangen zu beobachten. Gehörst du je nachdem zu den Menschen, wo es einfach fällt, sich auszudrücken, wo einfach können kommunizieren, wo einfach können vor Leuten stehen und mit Leuten reden? Oder du gehörst zu den Leuten, wo genau wissen, was sie sagen wollen und eigentlich im Inneren ganz klar sich sind, was eigentlich für Gefühle da sind, was man kommunizieren will. Aber es ist irgendwie schwierig, das auszudrücken oder manchmal, wie man es ausdrückt, kommt nicht richtig an. Also das, was irgendwie drin ist und das, was nachher rauskommt, das stimmt wie nicht so ganz zusammen. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Leuten, die je nachdem sehr viel reden, wirklich sich wahnsinnig ausdrücken und sehr, sehr, sehr viel erzählen und manchmal andere Leute fast ein bisschen unterdrücken, die gar nicht zu Wort kommen lassen, sondern weil du eigentlich sehr ausdrucksstark bist und wirklich, da du dich sehr fest ausdrücken und vielleicht aber manchmal gar nicht noch genau anhörst, was die anderen sagen. Oder du gehörst eben genau zu denen, die extrem hören, was andere sagen, aber selber eigentlich sehr schüch sind und sich gar nicht ausdrücken, wo so schüch sind, dass sie eigentlich wie ein bisschen blockiert sind im eigenen Ausdruck. Darum möchte ich dir das ein bisschen auf den Weg mitgeben, dass du dich selber beobachtest, wie einfach, wie schwer fällt es dir, dich auszudrücken, wie einfach, wie schwer ist es für dich, anderen bewusst zuzuhören. Und schon nur durch diese Erfahrung, durch das Wissen, kannst du nachher entsprechend reagieren oder entsprechend kannst deinen eigenen Ausdruck verändern. Entweder vielleicht ein bisschen mit mehr Energie dahinter sein und wirklich versuchen, dich mit mehr Kraft auszudrücken oder merken, nein, ich tue mich schon genug ausdrücken. Vielleicht sollte ich mich auch manchmal einfach ein bisschen zurücknehmen und vielleicht ein bisschen die anderen besser zu Wort kommen lassen oder besser auf die anderen hören. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder mit Themen von der eigenen Energie und den verschiedenen Energiezentren zu inspirieren. Und bis dahin wünsche ich dir eine super Woche.